Sicherlich kennst du die Problematik. Es ist ein Geburtstag vor der Tür und du hast keine Idee, was der Person schenken könntest. Dann bist du in diesem Video genau richtig. Ich zeige dir in wenigen Schritten, wie du aus einem einfachen Geldschein so einen süßen Rochen anfertigen kannst. So wird das Ganze ungefähr bei dir auch am Ende aussehen. Und wie das Ganze genau gebastelt wird, zeige ich dir in diesem Video wie immer Schritt für Schritt. Was wir dafür benötigen: einen Geldschein. Falte die linke obere Ecke quer zur ersten Faltlinie, sodass ein kleines. Achte darauf, dass du gerade faltest. Falte nun die rechte Seite zur linken Seite hinüber, falte dabei bis zum Anschlag. Falte das Ganze wieder auf. Falte nun die rechte Seite wieder zur linken Seite hinüber. Verwende dabei die erzeugte Faltlinie. Falte die linke untere Ecke quer zur rechten oberen Ecke. Falte das Ganze wieder auf und wiederhole es mit der anderen Ecke. Falte das Ganze wieder auf. Drehe den Geldschein, sodass die gerade Seite zu dir schaut, und falte diese anschließend zur gegenüberliegenden Seite. Falte das Ganze wieder auf. Drehe nochmal den Geldschein und wiederhole es mit der anderen Fläche. Falte das Ganze wieder auf. Falte nun, wie zu sehen ist, den Geldschein mit Hilfe der Faltkanten zu einem Quadrat. Solltest du die Mittellinie hier nicht sehen, dann falte es mittig zusammen. Und falte es wieder auseinander. Falte nun die rechte sowie die linke obere Hälfte zur Mittellinie hin.
Falte die untere Spitze nach oben hin bis zum Anschlag. Knicke es wieder zurück. Falte nun die Spitze bis zur Faltkante. Knicke es wieder zurück. Öffne nun die Seiten und falte es einmal auf der Seite auf. Gleichzeitig faltest du im unteren Bereich so, dass die vorhandene Faltkante zur Seite wandert. Also falte die angezeigte Seite oben und unten nochmals zur Mitte hin. Falte nun die linke Hälfte sowie die rechte Hälfte von der oberen Spitze zur unteren Spitze hin. Knicke nun so die Spitzen, dass du eine Überlappung an den Stellen bekommst.
Falte einzeln die Seiten auf und klappe die Seiten runter. Dabei drehst du die Faltkante auf die andere Seite. Wiederhole es mit der anderen Seite. Klappe die Spitze nun nach innen ein. Einmal mittig zusammenfalten. Zum Schluss den hinteren Bereich etwas krümmen. Wir haben es geschafft. Fertig ist der Rochen aus Geld.